Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein neues Mediabook von Playon Pictures mitgebracht, das ab dem 31. August 2023 in den Handel kommt. Und dabei handelt es sich um die, ja, ich denke mal, das ist eine Found-Footage-Horrorkomödie, wenn ich das richtig interpretiert habe, mit dem Titel Deadstream von den Regisseuren Joseph und Vanessa Winter. Gedreht wurde der Film letztes Jahr und ich bin echt gespannt. Vom Cover her sieht das ja schon mal so ein bisschen nach Tanz der Teufel aus. Und wenn ich mir den Trailer anschaue, dann sehe ich, dass da ein etwas ausgeflippter YouTuber, so denke ich jedenfalls, also im Prinzip, ja, das bin ich, der ist darauf spezialisiert, an besondere Plätze zu gehen und dort sich seinen Ängsten zu stellen. Und er kommt dann halt in ein Geisterhaus und nimmt das Ganze auf. Und so wie es ausschaut, filmt er das dann. Also es ist halt im Found-Footage-Stil gehalten. Und ich denke, dass der Film genau meinen Geschmack trifft oder eben auch ja, totale Grütze ist. Mehr dazu könnt ihr dann in meiner Rezension auf blu-raydisc.de nachlesen. Wir packen das Mediabook jetzt mal aus. So, ich habe hier den Zahnstocher, der hat auch schon bessere Zeiten erlebt, aber mein Messer ist leider immer noch verschollen. So, ich sehe gerade, wir haben hier auf der Einschweißfolie diese Hinweise drauf. Die schauen wir uns gleich nochmal genauer an, wenn wir die Einschweißfolie abhaben. So, es handelt sich um eine 2-Disc-Special-Edition inklusive Booklet und Deadstream-Live-Bonus-Feature. Absoluter Geheimtipp mit Spaß- und Gänsehaut-Garantie, sagt, wer ist es? Ja, da steht's ja, ihr seht's ja. So, und dann freigegeben, meine Güte, mein Hals schon wieder, ist der Film ab 16 Jahren. So, das Mediabook selber hat so ein, ja, das ist ziemlich cool. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, was das ist. Das sieht so aus, als hätte man das gesamte Mediabook, also keine Highlights, sondern komplett mit Spotlack überzogen. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Ist natürlich ideal für Fingerabdrücke und sowas, ja. So, wir haben das Cover Artwork hier. Wie gesagt, das finde ich ziemlich cool. Das erinnert sehr an Tanz der Teufel. Und auch hier der Titelschriftzug, das ist der gleiche oder ein ähnlicher Schriftzug wie bei Tanz der Teufel. Dann haben wir unten den Hinweis, Blu-ray DVD ist ein Kombipack. Auf dem Spine steht ebenfalls der Titel drauf und ansonsten haben wir hier unten noch Blu-ray und DVD. Auf der Rückseite, das ist keine Vorlagekarte oder sowas, das ist direkt auf das Mediabook drauf gedruckt. Haben wir hier diese Inhaltsangabe, dann hier, oh, in Echtzeit. In Echtzeit gedreht. Toll. Das ist halt wieder was, da wird Becky wieder ihre Freude dran haben. So, dann haben wir hier das Bonusmaterial aufgeführt. Hier haben wir die Credits und hier unten die Produktspezifikationen der Blu-ray und der DVD. Dann haben wir hier noch mal den Hinweis FSK 16, weil Selbstbeschädigung und Verletzung. Selbstbeschädigt, was ist denn Selbstbeschädigt, wenn man sich verstümmelt oder was, wenn man sich tätowieren lässt oder Ohrlöcher schießt oder was? Das ist ja schon Selbstverstümmelung. Vielleicht passiert ja etwas in der Art. Ich weiß es nicht. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, das Mediabook hat wieder die üblichen Play-on Pictures Mediabook Größen, ist also kleiner als ein normales Mediabook, hat mehr so die Größe einer Blu-ray. Habe ich jetzt, nee, ich habe jetzt keine hier liegen. Ja, also so wie wir es von früher kennen. Die hat ja zwischenzeitlich auch mal größere. So, Bewegung ist hier leider sehr, sehr viel drin. Ja, rauf und runter. Das Ganze wirkt leider sehr, sehr instabil. Das ist nicht so, ja, ich weiß es nicht. So, dann haben wir vorne die Blu-ray drin liegen. Die schaut so hier aus. Da sehen wir uns auch das Artwork der am gleichen Tag, also am 31.8. 23 erscheinenden Keepcase-Version. Der Film kommt also auch, wenn ihr kein Mediabook wollt, in einer preiswerteren Keepcase-Version in den Handel und das Ganze zeitgleich. So, und hinten haben wir nochmal die Blu-ray drin, die DVD drin liegen. Die schaut so aus, absolut identisch. So, dann haben wir einen farbigen Innendruck, der sich hier, wie wir sehen, schon aufzulösen beginnt. Ja, da geht also schon die Farbe ab. Ja, gut, das ist auch leider etwas, was wir bei vielen, vielen Mediabooks beobachten können, dass das so ist. Aber
Ja, man kann es nicht ändern. Ich habe es jetzt mal erwähnt. So, auch hier vorne haben wir einen farbigen Innendruck. Hier vorne das gleiche. Geht an der Falz bereits die Farbe ab. Dafür ist der Plastiktray direkt mit dem Mediabook verbunden und nicht etwa auf einen Pappdeckel aufgedruckt und reingeklebt, sondern halt direkt mit dem Mediabook verbunden. So, hier haben wir das Buchteil. Von alleine bleibt es nicht stehen. Ja, müssen wir schon nachhelfen. Also ihr seht, ja, wenn ich hier so ein bisschen drücke, ja, nicht ganz, aber hui, hui, hui. Bisschen instabil das Ganze, aber ja, so ist es halt. So, schön in der Mitte. Es ist auch verklebt, wie wir sehen. Ja, das ist also so hier direkt mit dem Mediabook verarbeitet. So, dann schauen wir uns das Ganze an. Auch das hier ist leider typisch für die Mediabooks von Playon, dass die vordere Seite und die letzte Seite etwas dicker sind und ja, die lassen sich nicht ganz aufhalten. Ihr seht das, ja, die sind also hier so verklebt, weiter geht es nicht. Das heißt, man kann also hier nicht richtig sehen, dafür sehen wir hier wunderbar den Kleber. Ja, super. Naja, gut, okay, Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, sicherlich. So, dann schauen wir uns das Booklet jetzt mal an. Wie gesagt, die erste Seite lässt sich nicht ganz öffnen. Und auch die späteren Seiten, irgendwie ist das nicht so richtig optimal. So, hier sehen wir, das Booklet selber ist gebunden. Ja, hier haben wir also noch die Bindefäden drin. Hier haben wir jetzt eine Doppelseite mit Text. Der Text, finde ich persönlich, hat eine schöne Größe. Auch die Farbe hier, Kontrast zum Hintergrund, weiße Schrift auf schwarzem Grund, lässt sich gut lesen. Dann haben wir hier jetzt ein Bild. Ich nehme an, das ist aus dem Film. So, das brauche ich persönlich nicht, aber in dem Fall hier, ja, vielleicht ist das nur so eine Einbindung im Film. Meine Güte, ich weiß nicht, was mit meinem Hals schon wieder los ist. Es ist wieder Erkältungszeit, ja. Ja, das kann auch sein, dass das einfach nur so einzelne Frames im Film sind. Dann ist es wiederum schön, wenn wir die zu sehen kriegen. Kann ich jetzt an dieser Stelle aber so noch nicht viel zu sagen. Ja, wir sehen überall hier die Rückstände. Ihr seht das hier auch nochmal. Ja, das ist also nicht so richtig hundertprozentig verarbeitet. Ich will nicht direkt sagen schlampig, aber naja, gut ist anders. So, wir haben ein angemessenes Verhältnis von Text zu Bild, wie ich finde. Und wie gesagt, die Schrift kann man sehr gut lesen. Jetzt ist das allerdings hier so Glanzpapier, was manche natürlich auch als Vorteil betrachten. Ich für meinen Teil mag es lieber matt. Hier haben wir nochmal Klebefäden. Hier haben wir nochmal Fäden von der Bindung des Booklets. Also an und für sich ist das eigentlich gut, ja, aber die Umsetzung, da hapert es leider ein klein bisschen. So, dann haben wir hinten nochmal die Quellen genannt. Da können wir dann direkt mal gucken, was wir von dem Inhalt halten können. Also ist ja immer so ein bisschen hier YouTube, okay. Ja, wenn da jetzt hier überall nur Wikipedia steht, dann kann man sehen, okay, so richtig recherchiert hat man hier nicht, aber ich habe es jetzt auch nur mal überflogen. So, das kann man jetzt nicht, das hier ist jetzt nicht so ganz optimal. Ihr seht das auch, ja, mit dem Hintergrund so richtig lesen kann man das nicht. Aber das ist ja auch etwas, was man vielleicht gar nicht so unbedingt weglesen will, sondern nur zum Nachgucken. So, und hier die letzte Seite auch wieder, ja, habe ich euch eben schon gezeigt. Das hängt halt alles zusammen. So, das ist es also, das Mediabook zu Deadstream. Erschienen oder erscheint am 31.08.2023. Zeitgleich kommt, wie gesagt, auch noch eine Keepcase-Version raus. Wenn ihr den Film haben wollt, aber auf ein Mediabook verzichten könnt, gibt es dann auch noch eine preiswertere Variante. Ansonsten war es das für heute. Das Review dazu findet ihr entweder jetzt oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall unten, wenn ihr in die Infobox klickt. Da ist der Link auf blu-raydisc.de. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt geil und seid schlau. Schaut blau.